So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch. Mittwoch eigentlich mein Lieblingstag, mittlerweile mein Hasstag, weil die Raid Mania fällt weg. Raid am Mittwoch ist in letzter Zeit so mühsam. Normal machst du das immer abends in Ruhe, wenn alles ruhig ist. Mittlerweile komme ich nicht mehr dazu, muss es immer tagsüber machen und dann dauert das statt einer Stunde plötzlich 3-4 Stunden, bis du überhaupt mal abgescreent hast, weil wenn du was abscreenst und schreibst, ist immer jemand da und schreibt auch wieder und schreibt und schreibt und verwickelt dich in irgendwelche Machenschaften und da kommst du gar nicht mehr dazu, schnell das abzuwickeln. Aber das ist jetzt nicht euer Problem. Wrestling am Mittwoch kann ich meistens auch nicht mehr gucken, weil ich es einfach nicht schaffe und deswegen bleibt beim Mittwoch einfach nicht mehr viel übrig, außer das. Und da geht's um euch und deswegen wollen wir mal wieder gucken, was habt ihr gefangen? Wir wollen wieder die Highlights der Woche betrachten und natürlich auch den Schocker der Woche küren. Angefangen hat die Woche hier beim Vorbelastet. Der hat ein Shiny und ein 100%iges Hisui Fukano gleich am ersten Tag bekommen. Das ist auf jeden Fall cool. Das 100er ist selten, weil das Ding gibt's ja nicht wild. Da musst du immer Glück haben, entweder aus Eiern oder eben aus den Feldforschungen. Das Shiny zu bekommen war jetzt auch was Besonderes. Also das ist noch ein wertvolles Shiny, sage ich mal. Hat keinen Z-Day gehabt, saß nicht wild irgendwo rum. So eins muss man auf jeden Fall haben in der Sammlung. Möchte mich nochmal bedanken, auch beim 0 Mark 6, der mir das Ticket geschenkt hatte für diese Nichts wie raus und Go Forschung. Da habe ich ja auch ein Video dazu gemacht, habe ihn erwähnt. Wenn ich Tickets kriege, wo Forschungen dabei sind, versuche ich die immer per Video festzuhalten für euch. Mich zu bedanken, meinen Buddy zu benennen, nachdem der es mir geschenkt hat. Und da habe ich ja auch ein Hisui Shiny Fukano rausbekommen aus der Forschung. Das war richtig cool. Baloo zeigt uns hier ein 100%iges Mabula. Ist eigentlich ein guter, was ist das überhaupt, Käferangreifer, wenn ihr ein Donarion draus macht, glaube ich. Dann haben wir hier vom Schlüpftag, hat er mitgemacht, hat er 4 Shiny Azuril gebrütet. Ich habe am Schlüpftag gar nichts gemacht. Ich habe dann ein Ei aus Versehen aufgesammelt und nach dem Schlüpftag, irgendwann 2-3 Tage später, ist dieses 2er-Ei aufgegangen, weil ich das nicht in eine Brutmaschine gelegt hatte. Dann geht das auf und da ist ein Azuril rausgeschlüpft und war sogar Pokédex-Eintrag beim Habanero. Das war mein Schlüpftag. Dann kam der Hannes, der hat mir auch ein Ticket geschenkt, nämlich das Oktober-Ticket, schaurig schönes Ticket für Oktober, wo eben 4 ganze befristete Forschungen drin sind. Jeden Donnerstag im Oktober gibt es ein neues Event bzw. eine neue Forschung, wo ihr was kriegt. Insgesamt auch Raid-Pässe, wo ich mit Hannes vielleicht eine kleine Schlinking-Raid-Tour machen möchte, wenn er dann da ist. Ich kann ja nichts kaufen. Aber diese Pässe aus den Forschungen kann ich dann nutzen und Schlinking wird auf jeden Fall geratet. Danke, Hannes. Miku hat hier den Schocker der Woche. WTF, was ist das denn? Eigentlich war es mal Cliff. Jetzt sieht es nur noch aus wie Cliffs behinderter Bruder. Dann Grüße gehen raus an Louis. Ich wusste nicht, wie ich das machen soll, aber gesagt, das Dienstagsvideo ist schon vorbereitet. Kannst du mich im nächsten Video grüßen? Heiße Louis, würde mich sehr freuen. Eigentlich steht da KBM Spanndecken. Wir grüßen aber den Louis. Grüße gehen raus, ob er das sieht. Zelda! Heute waren Herbert und ich im Van Gogh Museum. Es war sehr schön, da ihr auch Pokémon liebt, dachte ich, ich poste die Bilder mal, ne? Da ist auch ein super Bild, das ist in letzter Zeit eh rumgegangen überall. Ihr konntet da auch T-Shirts kaufen, so, wo verschiedene Bilder von Van Gogh Pokémon Bilder drauf sind. Ihr konntet euch so eine Pokémon Sammelkarte da holen. Gibt's glaube ich sogar mit Original-Unterschrift irgendwo her, wird verkauft bei eBay, richtig teuer. Das Bild an sich sieht ja schon irgendwie cool aus, mit dieser Strickmütze. Evoli hier am Start mit diesem super Sommerhut, das fand ich auch cool. Mamfaxo und Relaxo, Mamfaxo das Baby im Stuhl frisst, Relaxo im Bett schläft, sind auf jeden Fall tolle Bilder dabei. Bei Pokémon Sleep habe ich dann mein erstes Shiny bekommen. Ich mache das wirklich abends an, schlafe, ich weiß noch nicht mal, wozu diese komischen gelben Dinger da sind, wo ich jetzt 158 habe. Ich weiß nicht, was das ist mit 57. Ich drücke einfach immer nur auf Füttern und Schlafen und gehe dann schlafen und füttern und habe frühs immer genau denselben Tobak wieder und plötzlich ist da ein Shiny dabei. Das war schon was ganz Besonderes, aber so richtig check ich das Game eh nicht. Selal hat hier ein Shiny Onyx mitgenommen. Shiny Barsch war, Shiny Barsch war, Shiny Barsch war, Shiny Barsch war, noch ein Shiny Barsch war, dann ein Shiny Barsch war und wieder Shiny Onyx. Das ist perfekt, oder? Das, so ging es mir auch, als ich mein Video gemacht habe, das gefühlt überall Barsch war, rumsaß mit so einer erhöhten Rate, dass das am meisten mit Shiny geworden ist. Onyx hat aber auch eine erhöhte Shiny-Rate, ist also auch gut.
als Shiny machbar. Tarnbignon hat er sich noch gegönnt. Celal immer noch hier, Blutzug in 100%. An Vogelhanda zeigt uns Shiny Onyx Envivie, Entei und 100er Kramurx plus Vulcano. Shiny, Entei nochmal Shiny, zwei Ferkuli Shiny, hintereinander Tobi, God King, Tidon, auch hier 100%, Simsala, erlöstes Zapdos in 100, noch ein Zapdos in 100 erlöst, noch ein Lavados in 100 erlöst, Macholo in 100, die letzten 10 Tage waren das, dann hat er ein richtig gutes Krypto Shiny Lavados bekommen, wo er auch gefragt hat, ob er das erlösen soll. Ich hätte es erlöst, ich hätte mit dem Main geradet, bis ich ein Shiny bekomme. Wenn das ein 100er werden würde, hätte ich es erlöst. Wenn nicht, hätte ich es so gelassen und wäre fertig. Wenn ich jetzt aber ein 100er erlösen hätte können, hätte ich mit dem Main weiter geradet, bis ich noch ein Krypto-Shiny bekomme, weil ich ja dann keins mehr hätte, sodass ich das trotzdem auch komplett voll habe. Also ich würde es erlösen, ist auf jeden Fall was Cooles, warum nicht? Er hat es dann, glaube ich, auch erlöst. Er hat auch hier noch Shiny Raikou mitgenommen. Nochmal Shiny Raikou, ein 98er Entei, noch ein Shiny Entei. Zeigt er uns nochmal, der zweite Account hat auch Glück gehabt. Entei, Suicune auch als Shiny dabei. Lavados erlöst in 100%. Bei ihm geht es also richtig gut ab. Und, wo ist es? Auf dem Bild ist immer noch nicht erlöst. Aber er hat sich dazu entschieden zu erlösen. Ist nochmal alles zusammengefasst. Er hat also innerhalb von 24 Stunden dann 3 Handos und ein Shando bekommen. Das ist auf jeden Fall fett. Das müsste Schocker der Woche sein, aber so wie das hier aufgeteilt ist, ist es so durcheinander, dass ich finde, das war jetzt nicht schön zu zeigen. Deswegen habe ich das nicht genommen, habe was anderes, was Simples genommen. Das seht ihr dann aber am Schluss. Maggie hier auch mit dem Shiny Entei, mit dem Shiny Krypto Lavados, Shiny Hisui Vulcano, Suicune Shiny da, Ferkuli Shiny, Alexander Ahringer, mein zweites Shiny Raikou, aber mein bestes und endlich 3 Sterne. Raikou, mein Liebling auch, mein erster gefangener Galavogel, auch Alexander Ahringer, plus endlich Shiny Mantirps in Pokémon Go mitgenommen. Paco zeigt uns Vulcanus und Onyx. Ein normales Vulcano habe ich jetzt gar nicht bekommen, dafür mehrere Onyx. Dann 100er Evoli mitgenommen aus Oberhausen, Flecknoil in 100%, Tarnel in 100%, Entei Shiny mitgenommen, Evoli Shiny mitgenommen, Lavados First Raid, yes sir, auch Krypto Shiny mitgenommen, Monozyto wurde zum Psychospektakel eingeführt, haben auch noch nicht viele Leute diese zwei Arschbacken mit dem Kothäufchen oben dran. Das ist auch cool. Irgendwie Sören aus dem Wochendurchbruch, aus dem Feldforschungsdurchbruch hier noch, 100er Quaff, Waff. Shenaya, erster Hund aus der Forschung im Heute-Tab, die man durch das Ticket erhält, 100% Vulcano hier auch mitgenommen. Da wäre auch meine, wenn ich so eins hätte, was macht man damit? Auf dem Main in die Sammlung, der Habanero würde das, glaube ich, auch einfach einmal entwickeln für den Pokédex-Eintrag, weil er das Nachfolgende noch nicht hat und dann wahrscheinlich entsorgen, weil ich glaube, damit macht man halt nichts. Shenaya, danke für den Raid. Shiny, Raikou, ei, ausgebrütet, ein Rokara in 100%. Shiny Krypto, Zapdos mitgenommen. 200%ige Lavados, eins erlöst vom Habanero Lime, Einladung. Ein Shiny 100%, fett von der Ramse-Einladung. Das sind Andenken, die kann man mal behalten. Dann am Schlüpftag auch ausgebrütet hier ein Azurill. Barsch war auch noch mitgenommen, gefühlt wie jeder. Kaiser Kai, Shiny bei der zweiten Feldforschung bekommen vom Vulcano. Dann hier auch 100er Vulcano, 100er Raffel, die 200er an einem Tag. Das Vulcano habe ich auf beiden Accounts. Würde ich mir... Brauche ich nicht mal mehr an einem, brauche ich also auch nicht auf zwei. Also früher bist du auch rum. Wenn ein 100er war, hast du dich umgemeldet, hast du auf allen 18 Accounts hast du alle 100er gefangen. Weil man dachte, man kann die irgendwann mal tauschen und hat dann die Sammlung voll, aber die wurden ja dann neu gewürfelt. Und mittlerweile jetzt, aber ich weiß nicht. Glückwunsch natürlich an dich, dass du da so die 100er vervollständigst. Jetzt hat Krypto Lavados die Erlaubnis von mir zu kommen und soll bitte shiny sein. Auch Kaiser Kai mit dem shiny Krypto Zapdos. Dann hat er einen Duo-Raid gemacht. Ohne Edelsteine, Sofortattacke weiß er nicht, Ladeattacke Feuersturm und hatte keine Wetterbrust. 0 Sekunden übrig, hat es aber geschafft. Das war wirklich sehr knapp. Der Bierschanger schickt uns auch einen Suströming, einen Fisch. Elke mit einem 100er Reislaus, 100er Klingplim, natürlich gebrütet, 100er Vulcano dabei, 100er Entei, sehr cool. Mein Entei war aus Coburg noch von 2017 oder irgendwas. Das war ein richtig. Das Tauschen wird garantiert, Lagi, ich sag's euch. Dann Shinies bei der Elke. Feuriegel, Onyx, Schlurp, Trassler, Monozyto,
Shiny Krypto, Aerodactyl und Knacklion. Ist schön, wenn die Namen nicht dran stehen, dass man dann immer das so rätseln muss. Für mich immer mega schwer, erstmal mein Gehirn zusammenzunehmen. Ich meine, als es shiny ist, sieht man ja. Ich würde bei sowas eher dann mit Tags arbeiten wahrscheinlich. Da muss ich nicht das Wort shiny dran schreiben, weil ich den Tag shiny einfach dran geben kann. Und die Prozent bei so schlechten Werten. Aber man kann ja auch zum Beispiel Feuerriegel 62 und dann weiß man ja, das ist ein Feuerriegel und dann weiß man, das ist 62. Aber gut, sie weiß auch, dass es ein Feuerriegel ist, deswegen schreibt sie shiny dran. Aber shiny weiß ich ja, dass das ist, weil das sehe ich ja an dem Symbol. In den letzten 14 Tagen gab es außerdem noch ein paar Mabulas. Mit, was ist denn hier das Beste? 87%, okay. Auf dem Kaisi-Account auch ein 100er Klingplim ausgebrütet. Was für ein Zufall. Ein Enton getauscht, was 100% wurde. Und ein paar Shinies hier wie dieses Galaponita, Barschwa, Schuppet und Traumat. Oh, so. Hier auch ein paar Mabulas mitgenommen. Habe ich jetzt wieder das Ding. Ich muss ein Mabula beim Habanero auch noch entwickeln. Also ein Akup eigentlich zu Donarion. Aber wo ist das Magnetmodul, was ich dafür benötige? Hat den Sieder ja leider verpasst. Benjamin auch Duo ohne Edelsteine zu benutzen geschafft. Boss hatte Feuersturm zu dem Zeitpunkt. Haben hatte Kampf, Fee und Giftwetterboost. So, das war alles geboostet. Er hat es geschafft und 24 Sekunden Restzeit übrig gehabt. Nicht 0, sondern 24. 50. Spielminute 2:0. Dann gibt's Neues von Milo. Der Milo ist wieder mal dabei, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Wer Milo nicht kennt, Milo ist einer, der hat in der Spieletrendgruppe gepostet gehabt, dass er jetzt hier 1 Million Pokécoins auf seinem Account aufgeladen hat und er ist richtig krass unterwegs und alles normal. Dann hat er sich beschwert, dass Niantic kacke ist. Dann hat er sich beschwert, dass Boofer kacke sind. Und hoffentlich tut Niantic alle bannen. Und dann hat er sich beschwert, dass Niantic kacke ist, weil die tun, die Boofer unterstützen tun. Und er hofft jetzt, dass Niantic und Pokémon Go und die App tot ist. Und er hat Beweise gesammelt und die Anwälte sind informiert. Und es wird auf jeden Fall, die notwendigen Leute werden zur Rechenschaft gezogen, die da sitzen und die Fäden ziehen und das durchgehen lassen, dieses Unfaire, was da geduldet wird. Und also eigentlich alle Spoofer müssen verhaftet werden, und aber auch alle Niantic-Mitarbeiter, aber eben auch. Ich frage, auf welcher Seite ist er denn eigentlich? Auf seiner eigenen Seite. Milo auf jeden Fall immer wieder chillig, dass er da nicht müde wird, sondern weiter einen immer mit neuen Infos versorgt. Zapdos Annika hier auch nochmal ein paar. Naja, die zwei sind halt geboostet und Flecknoil ist hässlich, Shinies mitgenommen, Cumulus auch mit dem Flecknoil noch dabei. Henry, das habe ich auch nicht gerafft. Alter 0 bis 6. Okay, würde mir jetzt erstmal sagen, in den letzten 6 Tagen hat er nur diese 3 Pokémon gefangen. Erkennt man ja nicht, dass das 100er sein sollen. Da ist ja nicht 4 Sterne und Alter 0 bis 6 dran, weil er hat einen Tag gemacht. Den Tag siehst du aber nicht, wie der heißt. Du siehst nur, dass ein Tag dran ist. Der Tag ist blau, aber du weißt nicht was. Das sind sicherlich 100%iger, aber ist schwer aus diesem Bild zu erkennen. Also ich hätte lieber Alter 0 bis 6 und 4 Sterne eingegeben. Dann hätte man genau gewusst, das sind 100er. So kann es ja auch 0%ige könnten sie auch sein. Vielleicht hat er einen Tag gemacht für 0%ige und hat dann das so reingegeben, 0 bis 6, dass es die 0%igen nur in den letzten 6 Tagen anzeigt und nicht von immer, aber es werden 100er sein, alles klar, aber trotzdem das ein bisschen, vor allem kann man ja Fluffeluff gar nicht als 0%iges brüten, aber ihr wisst, was ich meine. Bei den Shinies ist das anders, da steht extra Alter 0 bis 6 und schillern. Warum macht man da keinen Tag? Ich habe da immer Tags gemacht. Wuffels ist auf jeden Fall sehr cool. Entei ist cool. Fluffeluff ist cool. Das waren eher die seltensten dann davon. Brainy hier, Shiny Schlurp mitgenommen. Grüße von der Aida, von der Jewel. Die ist schon wieder das Broiler. Das ist was für ein Iswo, okay. Lenzart, 100% Entei aus der Raid-Stunde. Dann nochmal hier Fukano 100%, Mauzi 100%, ein Shiny am Schlüpftag. Hab nicht so viel gebrütet, das ist sehr gut. Ein Shiny war dabei, 100er Zapdos erlöst am Main, nimmt man auch mit. Nochmal ein erlöstes 100%, diesmal am Kleinen. Shiny von Cliff auch mitgenommen. Sonstige Shinies am Main, die mein Pokéball Plus gefangen hat. Evoli, Barschwa, Flurmel nochmal Barschwa. Benji hier mit einem Onyx und Enton in Shiny plus einem 100%igen Shiny. Feuerwerfer, 100er Viscora,
ein paar Mabulas ausbeuten, ein bisschen was Getauschtes da. Genesect selber auch gefangen in Shiny, Mabula auch. Durch den Tausch dann nach dem C-Day in 100% erhalten. Sie hat ihr Shiny Mew abgeholt mit 1354. Da wäre die Bewertung noch cool gewesen. Dass man weiß, ob das ein gutes, schlechtes ist. Das hat jetzt irgendwie keiner auf dem Schirm. Pi, 100% gebrütet, Yorklev Shiny mitgenommen. Lavados, was du zu einem 100er erlösen könntest. Würde ich auf jeden Fall auch machen, wenn ich keinen 100er hätte. Ne? Und das waren schon die Highlights der Woche. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Die Kamera ist rot und gleich aus, deswegen jetzt der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Haltet euch fest. Adi Schatz, alles Gute mit einem schwarzen Gummimund. Der Schocker der Woche müssten eigentlich diese in 24 Stunden drei Handos und ein Shando sein, aber das sah mir nicht schön aus, das war mir zu komplex, das hat mich überfordert, deswegen haben wir einfach das genommen und da werden jetzt viele meckern und sagen, so ein Rotz. Ja, das ist ein 100er, ja, das ist ein Shiny, ja, das ist ein Shiny 100er, aber das Ding saß überall. Das ist sowieso Shiny geboostet. Jetzt gibt es ja viele Spieler, die in ihren Städten da mit Maps rumrennen, wo sie genau auf der Karte immer sehen, wo ein 100er sitzt. Wenn du also gezielt zu einem 100er laufen würdest oder sonst was und das dann halt wenn das dann schillert, das ist jetzt nichts, was so extrem unwahrscheinlich ist. Am C-Day ist sowas natürlich noch höher, die Chance. Aber so erhöhte Sachen wie Onyx sind höher als normal, nicht so hoch wie C-Day. Aber mir hat das trotzdem gefallen. Ich finde das cool, das ist klein, das ist kompakt, das ist grün, das ist eine Kackwurst, das gefällt mir, dieses Onyx, das ist Generation 1. Das ist übersichtlich, das ist toll und es kommt von Tixakura. Grüße gehen raus für deinen Schocker der Woche, mein erstes wildes Shando. Da steht schon Schocker der Woche drin, deswegen habe ich das jetzt auch einfach als Schocker der Woche genommen. Ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und wer es noch nicht geguckt hat, schaut mal das Video von gestern. Da ist im Prinzip so eine Umfrage dabei an euch. Wenn da viele sagen, ja, Ramses, tu es, dann gibt es morgen vielleicht sogar einen Stream. Mal keine Premiere, sondern einen Stream zu dem Thema von gestern, was man vielleicht im Stream besser aber abarbeiten kann. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.